Krise in Großbritannien. Die britischen Bonds sind abgestürzt, das Pensionsfondssystem war kurz vor dem Zusammenbruch. Ist das ein böses Omen? Ist das ein erster Vorbote für schwere systemische Krisen weltweit? Oder hat es für Anleger am Ende vielleicht sogar auch noch was Positives? Willkommen bei Zukunftsmärkte. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, wenn irgendwo ein Regierungswechsel ist, ob jetzt in Italien oder Schweden, Niedersachsen oder sonst wo. Man versucht ja meistens, sich die neuen Leute irgendwie zu merken. Es macht nur nicht immer Sinn. Bestes Beispiel Großbritannien. Liz Truss. Kaum hat man sie zur Kenntnis genommen, da ist sie auch schon wieder weg. Und Großbritannien ist in einer schweren Krise. Und das jetzt nicht nur darum, weil der neue Regent ein Esoteriker ist und ein Schlangenölverkäufer und trotzdem aber seine Gesundheit möglicherweise nicht annähernd so robust ist wie die von seiner Mutter und von seiner Großmutter, die sich ja hauptsächlich von Gin ernährt haben. Großbritannien war auch in einer schweren Finanzkrise jetzt. Das Pensionsfondssystem war kurz vorm Zusammenbruch. Es ist also nicht nur eine Krise von der konservativen Partei, sondern auch eine des britischen Finanzsystems. Und das ist ja nicht irgendein Finanzsystem. Was ist passiert? Die Regierung von Liz Truss hat ein großes Hilfsprogramm angekündigt, wegen der Energiekrise natürlich, kennen wir ja. Und hat gleichzeitig auch noch hohe Steuersenkungen angekündigt zur Wirtschaftsstimulation. Da gab es dann aber einen riesen Aufschrei, weil von den Steuersenkungen, da hätten vor allem die Reicheren profitiert. Aber dass ein Land grundsätzlich rebelliert gegen Steuersenkungen, das ist natürlich schon ein sehr interessantes Phänomen. Anscheinend ist es mittlerweile undenkbar, dass auch mal Wohlhabendere von irgendwas profitieren könnten. Das ist ein Thema, das habe ich schon gestreift letzte Woche in meinem Video zur großen Umverteilung. Und ich glaube, ich muss bei dem Thema demnächst auch noch mal ein bisschen nachlegen, weil ich sehe da schon gewisse bedenkliche Entwicklungen. Also das Ganze demnächst hier in diesem Theater und unnötig zu erwähnen natürlich, wer den Kanal abonniert hat und dabei auch die Glocke gedrückt hat, der kriegt auch sofort mit, wenn dieses neue Video dann da ist und auch die vielen schönen anderen Videos, die dann auch noch kommen werden. Und dafür schon mal herzlichen Dank. Also, eine große Protestwelle eben, aber nicht nur in der britischen Bevölkerung, sondern auch am Finanzmarkt. Der Schatzkanzler, also der Finanzminister, quasi Quarteng, der hat vorher ja noch gesagt, es ist ihm egal, wie die Märkte auf das Programm reagieren. Das hätte er lieber mal nicht gesagt, weil jetzt ist er nämlich nicht mehr der Schatzkanzler. Und Liz Truss bekanntermaßen ist eben auch nicht mehr die Premierministerin. Das Hilfsprogramm und die Schulden, die Steuersenkungen, die wären natürlich schuldenfinanziert gewesen. Und das hat dem Markt aber gar nicht gefallen. Die britischen Bonds sind daraufhin eben in sich zusammengebrochen und die britischen Pensionsfonds, die haben Bonds dann verkaufen müssen, weil sie für sowas nicht genug abgesichert waren, für solche Schwankungen. Sie haben zusätzlich Liquidität gebraucht für zusätzliche Sicherheiten und die Bonds wollte aber keiner haben am Markt. Und die Financial Times, die hat einen Banker zitiert aus dem Bereich, der gesagt hat, er habe gedacht, das ist jetzt wirklich der Anfang vom Ende. Es war nicht ganz ein Lehman-Moment, aber es war nah dran. Und ein anderer Banker hat gesagt, die Renditen von den britischen Staatsanleihen, die wären auf 7-8% hochgeschossen und dann hätten 90% von den Pensionsfonds keine Sicherheiten mehr gehabt und wären erledigt gewesen. Wenn nicht die Notenbank eingegriffen hätte, die britische, und sofort Rettungskäufe unternommen hätte für 65 Milliarden Pfund. Es ist also gerade nochmal gut gegangen. Aber was sagt uns das?
Die Notenbanken heben die Zinsen an, die Marktzinsen steigen, das setzt die Märkte unter Druck. Das ist bekannt, weil speziell die US-Notenbank die Zinsen stark anhebt, steigt außerdem noch der Dollar und das bringt dann andere Währungen auch noch zusätzlich unter Druck. Meistens in den Schwellenländern sagt man nur, Großbritannien ist kein Schwellenland, sondern es ist eine der größten Volkswirtschaften der Welt und Großbritannien steht es auch nicht vor einer Staatspleite oder sowas. Aber wann haben Sie zum letzten Mal gehört, dass ein reiches westliches Land ein großes schuldenfinanziertes Konjunkturprogramm auflegt und die Börsen sind davon nicht begeistert? Das war doch sonst auch immer so. Seit dem Jahr 2000 hat sich die globale Verschuldung mehr als vervierfacht und die Börsen sind in der gleichen Zeit wunderbar gestiegen. Und in jeder Krise und auch sonst immer hat man große Konjunkturprogramme immer bejubelt am Markt. Und jetzt kommt eine von den ganz großen, reichen, stabilen Volkswirtschaften und sagt, hey, wir legen jetzt nochmal ordentlich einen drauf, aber die Anleger rennen weg. Und plötzlich sieht man dann auch noch so Dinge wie, dass Großbritannien ja eigentlich doch nicht ganz so gut dasteht mit einer Staatsverschuldung, die jetzt doch fast bei 100% vom Bruttoinlandsprodukt ist und auch mit einem Leistungsbilanzdefizit zusätzlich von 8% vom Bruttoinlandsprodukt im Moment, das man ja auch laufend finanzieren müsste durch Kapitalzuflüsse und so weiter. Seit die Zinsen steigen, hat sich also die Wahrnehmung von sowas am Markt radikal verändert. Und das Problem ist, das gilt ja nicht nur für Großbritannien, das Problem ist, wie wenig offensichtlich die Finanzmärkte, aber auch die Realwirtschaften mittlerweile zurechtkommen, anscheinend mit steigenden Zinsen, wie alles erodiert. Es ist ja nicht so, dass es sowas wie Zinsen nicht schon mal gegeben hätte in der Vergangenheit. Das sind die Zinsen auf 10-jährige Staatsanleihen aus den USA seit dem Jahr 2000. Der Chart ist von TradingView. Und klar, der Anstieg jetzt, der war natürlich steil, von 0,5% im Sommer 2020 auf jetzt 4,2%. Es ist aber nicht astronomisch hoch, also auch die letzten 22 Jahre, in denen die Zinsen permanent schon runtergegangen sind, waren sie aber oft trotzdem über dem jetzigen Niveau. Nur, das was die Wirtschaft und was die Märkte an Zins weggesteckt haben, das war eben nach jedem Einschnitt und nach jeder Krise jedes Mal immer noch weniger. Und das ist deprimierend, weil wenn wir das hier sehen und wenn wir gleichzeitig sehen, was wir in dieser Straffung jetzt schon haben an Krisen und was sich Abgründe auftun, siehe Großbritannien und die Pensionsfonds, siehe die Eurozone, wo die EZB kaum, dass sie die Zinsen ein bisschen erhöht, gleich schon wieder Stützungskäufe machen muss für Anleihen aus Italien oder Spanien, was dann ja auch letztlich fast schon Rettungsaktionen sind. Oder die japanische Notenbank, die jetzt verzweifelt versucht, dass sie die Renditen für ihre 10-jährigen Staatsanleihen bei unter 0,25% hält. Kein Wunder bei einer Staatsverschuldung von 230% vom Bruttoinlandsprodukt. Vieles ist also relativ prekär schon wieder und wir müssen nicht nur davon ausgehen, dass eben das Finanzsystem und die Börsen unter Stress bleiben jetzt, sondern wir können auch nicht ausschließen, dass der Stress jetzt schon so hoch ist, dass eine systemische Krise vielleicht kommt aus irgendeiner Ecke. Anleihemärkte, Pensionsfonds, verschuldete Staaten, die global überhitzten Immobilienmärkte und so weiter. Und gleichzeitig muss aber die Fed ihre Glaubwürdigkeit verteidigen. Das heißt, im Prinzip müsste sie eigentlich straffen, bis einer weint. Interessanterweise, genau das ist für die Aktienanleger aber vielleicht auch eine Perspektive und auch der Grund dafür, dass die Börsen, obwohl die US-Zinsen ja jetzt nochmal stark gestiegen sind, dass die Börsen jetzt nicht mehr so stark gefallen sind und seit Anfang Oktober sogar auch wieder steigen. Weil man eben glaubt, der Druck, der wird langsam so hoch, dass die Fed das eben doch nicht durchhält. Dass es jetzt zwar schon noch Leitzinserhöhungen gibt, aber dass danach früher als erwartet der Kipppunkt doch kommt in der Geldpolitik. Und wie schon mal gesagt, es gibt ja auch Äußerungen,
zum Beispiel von Lel Brainard, der FED-Vizechefin, das habe ich neulich schon mal gezeigt, die hat das eben, also die geldpolitische Straffung schon ein bisschen abgeschwächt, hat gesagt, zum Beispiel die Risiken in den Emerging Markets, die müsse man ja schon im Auge behalten. Oder auch von Patrick Harker, dem Präsident von der Fed Philadelphia, der gesagt hat, er ist eigentlich dafür, dass man nach den nächsten Zinssenkungen erstmal abwartet. Weiter straffen könne man dann ja immer noch. Aber man wisse ja auch, die Inflation ist jetzt eben wieder mal hochgeschossen wie eine Rakete und in der Regel geht sie dann aber nur langsam wie eine Feder wieder runter. Mit anderen Worten, übertreiben muss man es jetzt auch nicht. Und wir haben ja sogar am US-Bondmarkt mittlerweile wirklich Stresssignale, die ersten. Die Liquidität ist zurückgegangen auf das Niveau schon von März 2020, also direkt im ersten Corona-Schock, sodass das Finanzministerium bei den Bond-Konsortialbanken auch schon angefragt hat, ob es weniger liquide Papiere jetzt durch Käufe stützen sollte, weil die Fed das ja nicht mehr tut. Und das Volumen an ausstehenden US-Staatsanleihen, das hat sich seit der Finanzkrise vervierfacht. Gleichzeitig haben die Banken aber nicht mal die gleichen Freiheiten wie damals, dass sie diesen Markt versorgen könnten mit Liquidität. Und es ist natürlich faszinierend auch, dass bei einem Zins von 0,5% vor 2 Jahren jeder Staatsanleihen gekauft hat und bei einem Zins von 4,2% macht es keiner mehr. Aber weil man damit natürlich im Prinzip gegen die Fed kämpft, zumindest theoretisch. Und klar ist aber auch, wenn man am US-Anleihenmarkt, wenn man da auch sowas Ähnliches haben sollte wie in Großbritannien, spätestens dann hat der Spaß natürlich ein Loch mit der strafferen Geldpolitik. Es ist also ein gefährliches Spiel, das Ganze. Es ist natürlich nicht das erste Mal, dass man an den Börsen hofft auf diese geldpolitische Wende, aber wie gesagt, das Bewusstsein dafür, dass der Bogen möglicherweise schon überspannt ist, dieses Bewusstsein wächst. Es ist also möglich, ob mit einer systemischen Krise jetzt oder auch ohne, dass wir in ein paar Monaten über die Notenbanken und über die Börsen vielleicht schon ganz anders denken müssen, als wir es jetzt tun. Und Großbritannien war dafür vielleicht eben auch der Startschuss schon. Großbritannien, bei allem Glanz, bei allem Reichtum, es ist trotzdem relativ gesehen, zumindest auf dem absteigenden Ast, seit Jahrzehnten schon, die Briten haben das auch schon verinnerlicht. Das sollten wir vielleicht auch langsam mal tun. Und man kann natürlich sagen, Großbritannien hat jetzt die Quittung bekommen für eine relativ plumpe, populistische Politik. Es ist nur leider so, dass diese Politik im Kern ja auch nicht viel anders ist als die in den meisten reichen Ländern, nämlich immer noch mehr schuldenfinanzierte Wahlgeschenke. Und ob das jetzt von rechts kommt oder ob es von links kommt, es ist Populismus, Populismus, von dem wir viel stärker durchdrungen sind schon, als wir glauben, der aber im jetzigen Zinsumfeld und im jetzigen Inflationsumfeld nicht mehr funktioniert und inzwischen auch wirklich schon abgestraft wird vom Markt. Darum können wir uns so einen Populismus eigentlich nicht mehr leisten, auch wenn er vielleicht zum Teil nur ein Symptom ist von Resignation und von Mutlosigkeit in der Bevölkerung. Aber auch das kann sich jede Gesellschaft nur bedingt leisten. Ich darf nochmal erinnern an unseren Zukunftsmärkte-Report morgen für die Anleger, die noch nicht mutlos sind. Da geht es um Aktien von Uranproduzenten. Der Uransektor zeichnet sich ja möglicherweise dadurch aus, ich habe es im letzten Video schon erwähnt, dass Uran von anderen Faktoren abhängt als andere Rohstoffe, dass es nicht konjunkturabhängig ist und dass der Preis in den letzten Monaten wirklich auch stabil geblieben ist. Und die Reports von uns sind immer kostenlos. Dieser geht morgen raus, also denken Sie dran, falls Sie es noch nicht gemacht haben, dass Sie sich für diesen Report eben auch noch eintragen auf www.zukunfts-märkte.de. Der Link dafür ist hier auch nochmal unter dem Beitrag. Und davon abgesehen natürlich Kanal abonnieren ist sowieso klar. Wenn Sie beides machen, dann sind Sie rundum versorgt in Zukunft. Alles Gute Ihnen, Dankeschön fürs Zuschauen.